verschiedene Formen der Durchblutungsstörung. Im Prinzip kann jede Extremität oder jedes Organ von einer Durchblutungsstörung betroffen sein. Es ist alles eine arterielle Verschlusskrankheit. Eine Einheit, eine Krankheitseinheit, die sich in verschiedenen Organen oder Extremitäten oder wie auch immer manifestiert. Die wichtigsten Gründe für eine Durchblutungsstörung sind einerseits das Alter und andererseits Risikofaktoren wie Rauchen, erhöhter Blutdruck, Diabetes oder erhöhte Blutfette. Ab einem Alter von 75 Jahren hat jeder Dritte eine Durchblutungsstörung, wobei nur ein Drittel der Menschen etwas merkt davon im Sinne von Symptomen. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten bei der Durchblutungsstörung. Heute im Vordergrund stehen minimalinvasive Methoden, das heißt, man punktiert mit einer kleinen Nadel, mit einer dünnen Nadel das Gefäß und versucht die Engstelle mit einem Ballon aufzudehnen oder einen Verschluss mit einem Katheter zu durchbohren und dann mit einem Stent zu schienen. Das sind Eingriffe, die heute zum Teil schon ambulant durchgeführt werden. Wenn das nicht geht, wenn der Befund sehr ausgedehnt ist, gibt es natürlich auch operative Möglichkeiten im Sinne von Bypass-Operationen. Selber kann der Patient sich vor allem helfen, wenn er in Bewegung bleibt. So viel gehen wie möglich. Durch das regelmäßige Gehtraining wird die Ausbildung von Kollateralen gefördert und die Muskulatur wird konditioniert. Das heißt, die Muskulatur kann mit weniger Sauerstoff auskommen. Und dann gibt es naturheilkundliche Medikamente, aus der tibetischen Medizin, zum Beispiel Kräutermedikamente, Kräuterprodukte, die nachgewiesenermaßen die Gehstrecke erheblich verlängern können. Aber eines der wichtigsten Grundsätze in der tibetischen Medizin ist, dass der Patient sein Verhalten ändert. Und wenn er das nicht macht, dann nutzt die beste Pille einfach nichts. Tibetische Medizin ist ein traditionelles Medizinsystem, das über mehrere Jahrhunderte hinweg im Hochland von Tibet entstanden ist. Hochland von Tibet, also die geografische Region, ist relativ bedeutsam, denn es ist eine Medizin, wo die entsprechenden Heilmittel eben aus einer Höhe von 4000 Meter und mehr stammen und dadurch unterscheidet sie sich sicherlich von anderen Bereichen auch. Tibetische Medizin hat sehr viele Einflüsse, zum Teil aus der chinesischen Medizin, zum Teil aus der ayurvedischen Medizin, zum Teil auch aus der persischen Medizin und die tibetische Medizin hat umgekehrt auch verschiedene andere Medizinsysteme wieder beeinflusst. Was man heute unter tibetischer Medizin zusätzlich noch versteht, ist dieser Aspekt des Ganzheitlichen, dass es eine Medizin ist, wo unterschiedliche Qualitäten des Menschen, aber auch unterschiedliche Qualitäten der Therapiemittel mit aufgegriffen werden. Entsprechend ihrer Entstehungsgeschichte hat die tibetische Medizin Heilpflanzen aus den unterschiedlichsten Medizinsystemen, sodass man nicht unbedingt sagen kann, was sind die charakteristischen. Aber dazu gehören Heilpflanzen, die im Hochgebirge wachsen, gehören Heilpflanzen, die wir zum Teil auch bei uns hier kennen. Einige, die ich für relativ bedeutsam halte, sind zum Beispiel die Ringelblumenblüten, die wir sowohl im westlichen Kontext wie im tibetischen kennen, etwa die Akelei oder die Enzianwurzel. Dann gehören eine ganze Reihe von Pflanzen dazu, die wir eher nur als Gewürz kennen, wie zum Beispiel den Zimt oder den Piment. Und dann auch Pflanzen, wo man die Einflüsse aus der ayurvedischen Medizin herkennt, wie zum Beispiel die Nimbaumfrüchte, die insgesamt eine große Bedeutung spielen. Man kann insgesamt über die tibetische Medizin sagen, dass im Laufe der Jahrhunderte aus den unterschiedlichen Medizinbereichen der umliegenden Länder außerordentlich wirksame und gut dokumentierte Pflanzen gesammelt wurden und im Rahmen der tibetischen Medizin zu entsprechenden Heilmitteln, meist Kombinationsheilmittel, weiterverarbeitet wurden.